Beschwer, hat seit Ewigkeiten kein Geschlechtsverkehr. Klar gibt's schlimmer, sagt der Rechtsgelehrte. Aber wie auch immer, es ist echt verkehrt. Hey, unbestritten, wie wichtig es ist. Weil das Leben ohne viel trister ist. Weil es eine der ehelichen Pflichten ist. Weil du ohne Sex unausgeglichen bist. Ja, manchmal hilft schon mal ein Trick, ob du streng bist. Oder mit Romantik, doch sind wir mal ehrlich. So eine Frau, versteh keine Sau. So genau, drum vertrau auf deinen Instinkt. Wie sie sich findet, wie sie läuft, wie sie sich schminkt. Sie will zaubern, wenn's weiblich springt, springt, springt. Okay, der Plan ist klar. Jetzt muss ein Kind an nicht mehr mit blind schiessen. Nein, jetzt musst du planen. Am Tag X musst du einfach voll parat sein. Wieder 93 Minuten der FC Zürich. Für meine Frau ist der Vergleich vielleicht seltsam. Aber ich spare mir sie auf und Leben enthaltsam. Gute Wochen ist Pflicht. 25 Jahre, das wäre sowieso ungesund, das steht allen klar. Du sagst, ein Kind machen ist einfach, das weiss jeder, wie es geht. Ich sage, nein, das ist kompliziert, weil es ein Staatsapparat. Es sind 7000 Sachen, die zusammen müssen passen. Aber ich habe jetzt keine Zeit, darum tut es zusammenfassen. Quintessenz ist, los auf deine Frau. Bist du Trink mit Kollegen, es geht schnell, ciao. Es klingt um 6 Jahre, sie ist eben schon noch klar. Weil wenn sie einen Sprung hat, ist sie voll parat. Zu klicken, ob als Mann kannst ficken, ist klar und wird auch nicht einmal bestritten. Ob Frauen geil oder nicht so in Form sind, ist größtenteils ein reines Hormonding. Angenommen, dass alles planst, sitzt uns nachts in Latsch und mit Charme und Garsch ist noch lange nicht gesagt, sie wär bereit für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Du wolltest bumsen, klar, aber dass so weit kommt, braucht das erste Mal